So. Puh. Jumpscares. Man kann Jumpscares ausschalten. Oha. Na gut, aber ich glaube, ihr lyncht mich, wenn ich die ausschalte. Okay. Aber das ist ja voll geil. Ja, dann ich gehe einfach mal rein. Easy, normal, hard. Fang mal auf easy an. Oha. Okay. Ha? Temporary. 5. Storage. Hold. Okay, also ich weiß schon, um was es in dem Spiel geht. Und es ist quasi ein Glücksspiel. Aber... Ach so, warte mal, jetzt habe ich die gestored. Die 5. Und ich brauche, genau, also, warte mal, ich habe hier 5 Punkte gehabt. Die 5 habe ich gestored. Oh Gott. Okay. Okay, okay. Oh, wie geht denn das jetzt? Ah, warte mal, okay. Start. So, 19. Jetzt muss ich raten, ob meine Zahl drüber oder drunter ist oder so. So, jetzt habe ich hier einen. Und hinter mir noch 5 Punkte. 5 Punkte, um zu exiten. Ich sag, ist wieder drunter, die nächste Zahl. Aber ich kann alle meine Punkte verlieren. 1. Jetzt habe ich 3 Punkte, weil ich eine Streak habe. Oh Gott, da hinten ist er schon. Oder? Okay, ich habe 3 Punkte. So. Das ist so schlimm, man kann sich nicht richtig umdrehen. Oh Gott, das ist so creepy. 19. Der nächste wird drunter sein. Drunter. Ich hab Angst, was hinter mir ist. 9. Transfer. Exit. Ich hab's. Runde 1. Gott. Irgendwie ist das super creepy. Keine Ahnung, Mann. Okay, wie viel brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich 10. Wie mache ich das wieder aus? Hä, wie mache ich... Nein, ich weiß nicht, wie... Nein! Hallo! Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Nein! Nein, ich will nicht die Lichter anmachen. Ich glaube, Licht war richtig... War scheiße. Oh Gott. Weil... Ich glaube... Wenn man das Licht anmacht, vergeht die Zeit schneller und dann kommt der schneller. Okay, 6. Ich sag es drüber. Ich kann euch ansonsten gleich das Spiel nochmal erklären. 8, okay. Ich sag, ist drunter. Scheiße, 19. Jetzt kommt er näher. Oder? Oh Gott, was passiert? Ich weiß nicht, was hinter mir passiert. Oh Gott. Könnte ich jetzt das Licht dann machen, um nachzugucken, oder verliere ich Zeit? Und meine Punkte sind weg. Und ich brauche noch 9 Punkte. 2. Okay, das wird ja wohl drüber sein, oder? Ich kann noch 3 mal storen, glaube ich, oder was? 20. Ach nee, das ist meine Streak.
Warte mal, 20? Ja, dann sag ich... Hä? Okay. Ich finde das so creepy irgendwie. 7 ist eine richtig doofe Zahl, ich sag es drüber. Okay, das ist gut. Ich transfer die jetzt. Dafür, ach genau, ich verliere meine Streak. Das war das Negative am Transferieren. 19. Ich sag es drunter. 4. Perfekt. Next one. Ich weiß nicht, wie nah der schon ist, ne? 15. Ich sag, ist drunter. Vielleicht verliere ich jetzt wieder alles. Okay, kommt. Ich mach mal das Licht an. Da ist er. Seht ihr ihn? Nee, seht ihr nicht. Warte, ich muss so rumgucken. Ihr seht da so einen leichten Schatten an der Tür. Das heißt, der Dude, der mich hier verfolgt, der kommt näher. Und je länger ich brauche, desto näher kommt er. Und ich brauche 10 Punkte, um rauszukommen. Ich sag, die nächste Zahl ist über 9. Warum kommt er näher? Weil er Hunger hat. Fuck. Ich habe ein Problem. Ich brauche noch 6 Punkte. Aber versteht ihr jetzt das Prinzip? Und man kann auch noch auf Zufall Glück geben. Och, komm, nein. Boah. Er ist direkt hinter mir, glaube ich. Deswegen ist alles rot. Ich glaube, gleich bin ich tot, Chat. Kann auch kein Licht mehr anmachen. Ich glaube, ich bin gleich RIP. Sechs dumme Punkte. 20. Okay, das... Kann nur drunter sein. Boah, mit 19. Mit 5 Punkte. Ich muss jetzt voll durchgambeln. Sieben Punkte. Acht. Komm schon. Bitte. Alles verloren. Wundert, dass sie mich immer noch nicht gegrabt hat oder so. 10. Komm. Ja, mir, dass es drüber ist. 15. Nice. Ich pack schon mal ein paar Punkte rein. Was ist das Wheel of Fate? Hi. Pull to spin. Einmal. Was heißt einmal? Hä? Hab ich einen Punkt bekommen? Um was geht's in dem Spiel? Überleben. Okay, der nächste wird drunter sein. Das ist quasi ein Gamble-Spiel ums Überleben. Ich brauch noch... Oh Gott. Nur noch 6 Punkte, ne? Oh Gott. Ein Bugshot. Ja, okay, der... Ah, ich bin tot. Jetzt habe ich nochmal die Chance zu gambeln, ob es drüber oder drunter ist. Komm, ich wurde jetzt so oft verarscht. Diesmal sage ich es drunter. 7. Warte mal. Ich habe gesagt, es drunter. Doch gut, oder? Lebe ich jetzt noch? Geil. Und jetzt?
Ich brauche immer noch 6 Punkte. Sieben. Rüber. Rüber. Oh. Gibt's eine 6? Jetzt bin ich drüber. 8. Wie oft denn noch? Was habe ich denn alles in mir? 8. Ist drüber. Scheiße. Zeit als Zuschauer zusammen. T5-Fun-Simulator, Bücher-Datenbank-Simulator, Abenteuer-Park-Simulator und Simulator. Nein, sonst mache ich sowas wie Dark Souls Speedruns und so. Nein. Was ist das denn? What the fuck? Hey, die neue Runde oder was? Nee. Hä? Jetzt brauche ich 5. Also darf ich noch weitermachen? Okay. Der Schokoladensimulator. Ja. Ja gut, wir haben ja davor noch andere Spiele gespielt. Aber erst seitdem da. So ist das gemeint. Okay. So. Mit 10.000 Rettungsversuchen. Runde 1. Runde 2. Warte mal, war ich nicht gerade schon in Runde 2? Ach so, ich bin gestorben. Ich habe ja wieder bei 1 angefangen. Ach so. Jetzt brauche ich wieder die 10. Na gut, okay. Das Schrotflintenspiel, ja. 3. Komm, drück. Das Schrotflintenspiel war aber echt witzig. 19, perfekt. So, transferieren und rausgehen. Runde 2, geschafft. Und Wheel of Fate haben wir auch noch offen. So, 15 brauche ich jetzt. Ich denke mal, das ist die letzte Runde. Nichts gestored. 6. Psychotrip. Ja. Neun. Oh Gott. Das sind aber fiese Zahlen gerade. Kann ich noch eine 1 oder eine 20 bekommen, bitte? Oh, nicht jetzt eine 1. Ich meinte davor, Mann. Ich höre den schon hinter mir. 9 Punkte. Ich brauche 15. 18. Oh Gott, dieser Gamble-Chat, der Gamble. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 8, perfekt, wir haben es. 1, 2, 3. Und raus hier. Was passiert jetzt? Habe ich jetzt überlebt? Ja, okay. Theoretisch habe ich es jetzt durchgespielt, aber das war halt einfacher Schwierigkeitsgrad. Die anderen unterscheiden sich jetzt halt nicht so davon. Okay. Ja, das ist das ganze Spielprinzip halt. Das ist halt einfach nur ein winziges, kleines Game, ne? Eigentlich wollte ich... Back to Main Menu. Cooles Game. Ist halt irgendwie witzig. Okay.
ja, das war schon das ganze Spiel. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme, aber wie gesagt, ich konnte es vorher nicht einschätzen. War ein Trip. Aber es hat irgendwie eine krasse Atmosphäre, finde ich.